Willkommen zurück zu Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Ich habe jetzt offscreen die Passwörter eingegeben für ein paar Pokémon, die dann auftauchen sollten eigentlich. Also zum Beispiel Groudon, glaube ich, in der Feuerzone, dann Darkrai in der Spukzone. Da muss ich dann später halt mal drauf achten, ob es wirklich so passiert ist. Und ja, wir stehen immer noch hier. Pikachu hat sich gerade mal erlaubt, sich mal kurz hinzulegen. Finde ich ja sehr nett. Ich werde jetzt zwar nicht sofort zu Endivir rennen, sondern erstmal mich umschauen, ob hier irgendwo welche Pokémon sind, die wir halt mal ein bisschen ansprechen können. Ich finde das ja immer toll in solchen Spielen, wenn die Pokémon tatsächlich hier rumstehen. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Spiel so toll finde. Die Pokémon sind hier, man kann sie sehen, was man ja in den normalen Editionen nicht kann. Sie stehen halt hier rum, man kann sie quasi ansprechen und das macht das ganze Spiel so schön. Da haben wir eine Kiste. Da ist was drin. Du sollst das aufheben. Was soll denn das? Pikachu? Scheiße, was mache ich hier? Kann ich das nicht aufheben? Ah, ich glaube, ich weiß, wo das hin muss. Aber das kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ich lasse das mal hier liegen. Da ist noch eine Kiste. Noch mehr Holz. Okay. Ich weiß, wo das hingehört. Aber ich weiß nicht, ob das Pokémon dazu schon hier ist. Doch. Hi, Bidiza. Was soll ich nur tun? Ich kann meine Freunde nicht zu mir rufen, weil dieser Floss Schergen die andere Seite der Brücke überwachen. Dieses Verbot, Fremde nicht in die Zone zu lassen, ist einfach viel zu streng. Okay. Noch kann ich dir nicht helfen, oder? Okay. Das muss ich später machen. Aber für ihn ist auf jeden Fall das Holz gedacht. Für ihn oder für sie. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt ein Mädel ist oder ein Junge. Ist hier überall Holz drin? Ja, anscheinend. Schade. Oh. Gekkabor bewacht die Brücke, habe ich gerade gesehen. Hey, du kommst hier nicht vorbei. Gut, dann halt nicht. Da hinten ist noch eine Kiste. Ich sehe Kiste und ich muss hin. Vor meinem Faxe? Okay. Schreckliches Hunger, Glieder, schwach. Dieser Duft wie köstliche große Beere aus Holzkiste. Zerbreche Holzkiste, bringe mir große Beere. Schnell! Setze zum Sprint an und remple gegen eine Holzkiste, um sie in ihre Einzelteile zu zerlegen. Es lassen sich gelegentlich nützliche Gegenstände oder Beeren in ihnen finden. Items und große Beeren kannst du durch das Drücken von zwei aufheben und mit dem Steuerkreuz herumtragen. Kannst du das nicht selber anrempeln? Guck mal da. Om nom nom. Schreckliches Hunger. Ah, die scheiß Beere liegt vor dir. Fall rüber her. Ich will sie nicht. Guck mal hier, Mamfaxo. Deine große Beere, sehr köstlich, sieht aus. Und du, Deutsch gelernt bei Yoda, du hast. Oh, du sie mir geben willst. Großes, vieles, Dankeschön. Nom, 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 nom. War sehr, sehr lecker. Du und ich jetzt sind Genossen. Hä, bist du Russe? Oh, du hast gewusst, in die Park Poke, es gibt viele verschiedene Sorten von Beere, nämlich die grüne Beere, die rote Beere und die goldene Beere. Die goldene Beere ist aber sehr, sehr selten. Genosse? Das ist ein russisches Mamfaxo. Oh, Tropius! Oh. Tropius ist auf Bärenjagd. Stimmt, wenn man immer mehr Freunde findet, kommen auch andere neue Pokémon dazu. Das habe ich vergessen zu sagen. Oh, Chelast. Hi, Chelast. Chelast. Ist das dein erster Besuch hier in der grünen Zone? Diese Idylle ist einfach wunderbar. Oder steht dir der Sinn eher nach etwas mehr Nervenkitzel? Können wir irgendwas miteinander spielen? Nö, anscheinend noch nicht. Ihr merkt schon, ich schaue mich um, weil ich will niemanden verpassen. Und man kann auch leicht jemanden übersehen in diesem ganzen Gestrüpp hier, muss man sagen. Tropius! Oh, ich liebe Tropius. Hallo, du bist aber groß mit deinen Bananen an deinem Kinn. Hi. Hör mal, wie mein Magen knurrt. Wärst du vielleicht so freundlich, mir eine große Beere zu bringen? Aber wenn du sie schon alle in ein anderes Pokémon verfüttert hast, kannst du mir gerne auch einfach bei deinem nächsten Besuch in der Grünzone eine vorbeibringen. Wow, ist Tropius groß. Ich denke mal, ist Tropius jetzt ein Weibchen? Weil es klang so ein bisschen weiblich, die Stimme. Von dem, was ich so ein bisschen habe hören können. Ich habe den Ton von meinem Fernseher ja nicht so laut.
Vielleicht sollte ich die Zone mal verlassen und spawnt die große Beere wieder. Ich will alle Pokémon glücklich machen. Ich gehe mal kurz raus. In Divi muss leider ein bisschen warten. Kann ich hier raus? Ja, anscheinend. Was machst du da? Willst du Ballett tanzen? Ich will nur mal wechseln, damit die Beere wiederkommt. Das ist alles. Na ja! Das ist das Attacke Eisenschweif oder was? So, dann schauen wir mal, ob die Beere wieder da ist in der Kiste. Kiste ist da, das ist gut. Ah, very good. Das Problem ist, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir bei Tropius sind, weil Pikachu nicht so schnell laufen kann. Ich würde mir jetzt fast wünschen, du bist ein Raichu, da könntest du vielleicht ein bisschen schneller laufen, trotz der großen Beere. Ich frage mich, wie Pikachu überhaupt noch was sehen kann, weil die Beere ihm ja die ganze Sicht versperrt. Aber gut. La 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 la, Tropius, ich bring dir was zu essen. Insofern ich überhaupt richtig gehe. Tropius? Tropius, wo bist du? Hä? Bin ich doof? Tropius, wo bist du? Da hinten. Warum läufst denn du weg? Halt! Nicht weglaufen! Tropius! Wenigstens gehst du nicht so schnell, ja? Sonst würde ich hier einen Rappel kriegen. Warte auf mich, ich hab dir was zu essen mitgebracht. Tropius! Was machst du hier vorne? Guck mal hier. Ich hab was für dich. Oh, da hinten ist Fulipurba. Hier, bitteschön. Danke für die köstliche Beere. Lass uns doch Freunde werden. Aber klar doch. Wir sind sogar super Freunde jetzt. Ach ja, die Beeren in der Grünzone sind aber auch einfach zu lecker. Eigentlich war ich ja auf dem Weg zur Strandzone, aber jetzt bin ich irgendwie hier hängen geblieben. Ich finde, die Zone hier passt auch besser zu dir. Du bist immerhin ein Pflanzen-Pokémon. Oder? Pflanzeflug, Tropius? Ich glaube schon. Fulipurba! Oh, hi! Fulipurba! Fulipurba! Wie wär's mit einem kleinen Wettstreit? Komm einfach nochmal zu mir, wenn du 20 Freunde gefunden hast. Oh. Du hast eine Anforderung, aber du bist echt hübsch. Ich habe Fulipurba zwar noch nie wirklich gespielt, jetzt im normalen Spiel, aber Evoli-Entwicklung halt, ne? Die sind einfach toll. Ist hier sonst noch jemand? Nö, gerade nicht. Ich weiß, dass hier noch irgendwann Sichlor aufgetaucht ist. Und ich erinnere mich, mit Sichlor und Fulipurba musste man fangen spielen und die beiden zu fangen war nicht wirklich einfach. Kann ich mir auch denken, Fulipurba ist ja auch. Sieht auch sehr grazil und schnell aus. Und Sichlor ist ja sowieso schnell, das weiß man ja. Okay, ich denke mal, dann gehen wir jetzt mal in Richtung Gekabor. Hi. Gekabor! Du hast trotz des Verbots an jedem Spiel teilgenommen und es sogar gemeistert. Du bist mir fast schon ein bisschen unheimlich. Wie? Du willst wissen, wo Indivi ist? Bei Bisaflor auf der anderen Seite der Brücke natürlich. Wo sonst? Na gut. Sollte Chillast es schaffen, beim Schüttelsprint eine besonders gute Leistung, mit anderen Worten also die Bonusleistung zu erzielen, dann lasse ich dich über die Brücke. Aber ein fußfaules Pokémon wie er schafft das ohnehin nicht. Was? Du zwingst mich dazu, dass ich lass mich da durch. Gekabor! Ach komm, Gekabor. Heißt, ich muss jetzt mit Chillast die Bonusleistung schaffen beim Schüttelsprint. Okay, Chillast, ich brauche deine Hilfe. Oh, Moment, ich habe was vergessen, mir anzusehen. Das hier hinten. Ist hier jemand? Hallo? Außer einem Baum. Oh, Habitak. Den sieht man kaum. Oh mein Gott, ist der klein. Hey, Bisaflor, der Zornmeister, der Grünzone, hat mich dazu abgestellt, in seinem Namen diese Turnübung zu beaufsichtigen. Kann ich hier irgendwas machen? Ich weiß, dass ich hier irgendwas machen kann. Habitak! Ich will hier... Wahrscheinlich geht das erst später. Sonst hätte er schon was gesagt. Ich glaube, man muss diese Turnübung tatsächlich meistern. Ich meine mich zu erinnern, dass das mit Bisaflor zu tun hat. Dass Bisaflor irgendwie sagt, ich soll irgendwas machen. Und da gehört diese Übung dazu. Chillast, ich brauche deine Hilfe. Chillast,
Du möchtest, dass ich für dich am Bisasams Spiel teilnehme? Nie! Was? Ich würde dir damit helfen, eine Freundin zu retten? Na gut, ich verstehe. Wenn du es schaffst, mich zu fangen, kläre ich mich dazu bereit, für dich am Schüttelsprung teilzunehmen. Dich fangen? Ja, klar. Alles klar, dann kann es ja losgehen. Naja, schneller bist du jetzt nicht gerade. Das ist immer so brutal, die wegzuschleudern. Ich will das gar nicht. Und dann immer, hey, Freunde. Oh, ich bin meterweit durch die Luft gesegelt. Scheiße, ich konnte nicht lesen. Gucken. Genauso ausgelassen muss es bei unseren Spielen zugehen, damit sich die frohe Kunde über den Park weiter verbreitet und neue Pokémon vorbeikommen. Jetzt sind wir zwei Freunde. Ich werde beim Schüttelsprint mein Bestes geben. Nimm diese Bären als Zeichen meiner Freundschaft. Yippie, neuer Freund. Und Pachirisu ist da. Und Mobai ist da und will spielen. Pachirisu, ich sehe dich. Ich gehe zu Pachirisu. Sag mal, ist dir der Lianenhop eigentlich ein Begriff? Mein jüngerer Bruder und ich lieben dieses Spiel über alles. Gibt's eine Vorentwicklung von Pachirisu? Aber im Moment darf leider niemand daran teilnehmen. Hey, wollen wir eine Runde fangen spielen? Okay. Klasse, dann mal los. Versuch mich zu fangen. Na, du bist schon schneller. Das habe ich mir schon gedacht. Mobai ist auch dahin. Weg, Hilfe! Oh, ich habe, glaube ich, deinen Bruder weggeschleudert. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich habe verloren, aber Spaß gemacht hat's trotzdem. Komm, lass uns Freunde werden. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich jederzeit für dich da. Pachirisu ist jetzt dein Freund. Yay. Yippie. Oh. Sag mal, ist der der Lern? Okay. Nee. Wollen wir nicht. Ach man, ich hätte so gern mit dir gespielt. Ich habe doch gerade Mobai gesehen. Hey du. Mein großer Bruder und ich sind hier, um uns etwas zu amüsieren. Ich würde ja gerne den gesamten Pokepark erkunden, aber dafür ist er dann wohl doch eine Nummer zu groß, richtig? Ich muss mit dir nicht spielen. Ich habe deine Art Pokémon ja schon als Freund. Aber ich habe doch eben Mobai gesehen aus dem Augenwinkel raus. Wo ist denn der? Mobai, wo bist du? Ich habe dich gesehen. Hä? Ich habe ihn gesehen, als ich hier rumgerannt bin. Eben. Plaudergeist, hast du Mobai gesehen? Nee, hab ich nicht. Der lief doch hier rum, ich bin doch nicht blöd. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich habe Mobai gesehen, ich weiß es genau. Hast du Mobai gesehen, mein Faxo? Da hinten ist Mobai. Wie bist denn du da hingekommen? Das gibt's ja wohl nicht. Hi. Hast du in letzter Zeit ab und zu mal geflunkert oder gemogelt? Ich? Nee. Warum sollte ich? Also ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie gelogen. Und im Moment habe ich auch null Lust, mit dir Verstecken zu spielen. Du aber schon, oder? Beim Verstecken gilt es, das Pokémon, mit dem du gerade einen Wettstreit veranstaltest, innerhalb der vorgegebenen Zeit zu finden. Drücke B, um dich in die Richtung zu drehen, in die du schaust. Und um den Überblick über das gesamte Spielfeld zu gewinnen. Wollen wir Verstecken spielen? Gut, dann geht's auch schon los. Ich werde mich auf keinen Fall an einem Felsen verstecken. Ah, ganz nah. Man hört ihn auch reden, deswegen habe ich jetzt meinen Fernseher ein bisschen lauter gestellt, damit ich was hören kann. Unglaublich, du besitzt die Gabe, Wahrheit von Lüge zu trennen. Lass uns Freunde werden, das meine ich ganz ehrlich. Der alte Mogelbaum ist angeblich auch hier, um mit dir Verstecken zu spielen. Das ist mein Ernst. Okay. Und da ist er auch schon. Ihr seht, ich werde hier nicht fertig. Also wenn ich die ganzen Pokémon hier... jedes Mal, wenn ich mit jemandem Freundschaft schließe, dann kommen neue dazu. Und ich will die natürlich alle mitnehmen. Also, Indivi, tut mir leid, dass du so lange warten musst. Hi, Bisa.
Wie denn? Gekavo sagte, wenn Chelas es schafft, eine Bonusleistung zu erzielen, werde er dich auch die Brücke überqueren lassen, richtig? Na gut, dann muss sich Chelas eben mal was ins Zeug legen. Neben der Mindestleistung, die erzielt werden muss, um ein Spiel zu meistern, gibt es in Form der Bonusleistung noch eine zweite Gewinnstufe. Die Bonusleistung liegt für jedes Pokémon bei einem anderen Wert. Solange sich ein Pokémon also etwas ins Zeug legt, sollte es auch ganz unabhängig von seinem Können seine ganz persönliche Bonusleistung erzielen können. Wem dies gelingt, wird zur Belohnung außerdem eine größere Beere... Ah, sage ich doch. An Bären verliehen. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht erlaubt Bisaflor den Pokémon der Grünzone ja wieder an den Spielen teilzunehmen, wenn er nur einmal ihre fröhlichen Gesichter sieht, während sie sich bei seinem Spiel vergnügen. Neben dir, Pikachu, können auch einige der Pokémon an den Spielen teilnehmen, mit denen du dich im Poképark angefreundet hast. Schaffst du es, ihre jeweiligen Bonusleistungen zu knacken, hältst du zur Belohnung Beere. Willst du den Schüttelsporn spielen? Na klar, muss ich ja. Sehr schön, so gefällst du mir. Pika! Jetzt haben wir schon ein paar mehr, die wir benutzen können. Percherisu, Bisasam. Bisasam selber? Okay. Chillast, Mamfaxu, Mobile. Ja, aber wir wollen Chillast. Cute. Cuteness over 9000. Ey, da ist eine Entwicklung dabei. Bidifass muss hier verschwinden. Schüttel, schüttel, lauf, 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 gib alles. Chelast, gib alles. Yes. Ja, wo nur man hört es nicht so, dass das Headset sich bewegt, so ein bisschen, wenn ich am Schütteln bin, aber ich kann es, wie gesagt, nicht verhindern. Du erhältst 100 Bären und natürlich eine neue Bestleistung für Chillost. Ja. Ich habe erreicht, was ich wollte. Was machst du da, Pikachu? Jetzt, wo Chillas die Bonusleistung erzielt hat, sollte Gekabo auch die Brücke wieder freigeben. Schnell, mache dich auf den Weg zu Indivir. Mach ich! Vielleicht sehe ich Mogelbaum auf dem Weg. Dem scheint aber nicht so. Ey, du! Mach den Weg frei. Er hat die Bonusleistung geknackt. Reden wir vom selben Pokémon? Wie hat er das denn geschafft? Nein, vergiss es einfach. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Das juckt mich nicht im geringsten. Ob ich in Wahrheit selbst gern Schüttelsprung spiele und mit euch daran teilnehmen wollte, um auch meine Bonusleistung zu knacken? Ach was, wo denkst du hin? Los, ich lass dich durch. Man sieht sich. Na, wer ist denn da stinkig? So, jetzt haben wir endlich mal eine neue Area gefunden. Quasi. Oh! Raupi kam herabgepurzelt. Oh, das wollte ich aber nicht. Sorry. Raupi, wo bist du? Raupi? Tut mir leid, Raupi, wo bist du hin? Wo ist Raupi jetzt hin? Da! Hey, Raupi, sorry. Du hältst mich doch bestimmt für eine lahme Ente, oder? Hihi. Willst du dich an einer Runde fangen mit mir versuchen? Mein atemberaubendes Tempo wird dich glatt aus den Socken hauen. Ich dachte, ich kann ihn auch mit dem Donnerblitz aufhalten, aber nein, ich muss ihn rempeln. Das ist doch gemein. Hihihi, was sagst du jetzt? Das haut dich doch aus den Socken, oder? Meine atemberaubende Schnarchnasigkeit, meine ich. Lass uns Freunde sein. Ach Gott, Raupi, das wollte ich doch nicht. Mann. Smetbo, hi. Smetbo. Smetbo ist da, wie schön. Was haben wir denn hier? Prüfen. Da hängt ein Bild von einer Beere. Ja, ich glaube, mit Drift Zeppeli dann kann man hier sich hin. Ich sag mal, hintransportieren lassen. Wenn man mehrere Zonen hat, dann muss man nicht immer hin und her laufen. Ist ganz praktisch. Ach, Menki, was willst du denn noch? Menki! Du scheinst ein echtes Talent fürs Laufen zu besitzen. Aber wie wär's mit einem Kampf nur zwischen dir und mir? Wenn du gewinnst, lasse ich dich hier durch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Los geht's!
Kämpfe sind eine Form des Wettstreits, bei der sich zwei Pokémon unter Einsatz ihrer jeweiligen Attacke raufen. Gewonnen hat derjenige, der innerhalb der vorgegebenen Zeit die Energie des Gegners auf Null absenkt. Ist der Energievorrat erschöpft, hast du verloren. Schwäche deinen Gegner, indem du ihn aus dem Sprint heraus anrempelst oder mit deinem Donnerblitz behagst. An den Bildschirm anzeigen kannst du ablesen, wie viel Energie dir bzw. deinem Gegner noch bleibt. Achte darauf, dass du gegnerischen Angriffen stets ausweichst, um deinen Energievorrat zu schonen. Unser erster Fight. Das mag ich am liebsten an dem Spiel, die Kämpfe. Erwischt! Haha. Ich habe auch Schaden genommen. Was? Ich soll verloren haben? Na gut, ich stehe zu meinem Wort. Du darfst passieren. Wenn du zu Bisaflor willst, dann halte dich hinter der Brücke links und lasse dir von Glibunkel das Tor öffnen. Wetten, Glibunkel hält mich auch nochmal auf. Dann bis bald. Ich werde weiter an meinem Kampfstil arbeiten, damit ich dich das nächste Mal auch ganz sicher besiege. Ja, du hast es gehört. Ich will unbedingt eine Revanche. Minky ist jetzt dein Freund. Lame. Oh, Panflam. Cool. Ist hier, um zu trainieren. Aha. Okay. Dann würde ich mal sagen, beende ich den Part hier und gucke mich dann natürlich im nächsten Part noch ein bisschen weiter um. Wir sehen ja hier schon, dass Griffel hier rumrennt und Panflam ist auch noch irgendwo und Mogelbaum. Und dann kümmere ich mich auch endlich mal um Indivie. Also bis zum nächsten Mal bei PokéPark Wii. Bis dann.